Hallo und herzlich willkommen zur 218. Folge von Let's Play Minecraft Season 5. Heute ist Montag, der 4.7. Und so wie ich mitbekommen habe, war am gestrigen Abend bzw. Nacht, also die Nacht um 0 Uhr, sind die letzten Schenken zum Wahlergebnis geflossen. Und da bin ich mal gespannt, wer da alles dabei die Schenken abgegeben hat. Ich habe nämlich bei mir auch noch nicht alle notiert. Und da bin ich sehr gespannt, wer das geschafft hat. Ich habe es auch auf den letzten Drücker geschafft. Oh, es kommt gerade eine Wolke. Wir stehen ja auf der grandiosen Aussicht. Aber ich muss ja auch mal runter. Ich habe den Fly-Modus an und da kriegt man keinen Fallschaden. Das ist so eingestellt. Ich kann ja mal kurz den Fly-Modus wieder deaktivieren. So, jetzt ist er deaktiviert. Jetzt kriegen wir auch wieder Fallschaden. Hier, Fallschaden. Genau. Das ist Fallschaden. Ja, komm hoch. Schnell, schnell zum Bett. Die bekloppte Eichhörnchen-Taktik wollte ich eigentlich nicht machen. Aber wir wollen ja weiter an diesem schönen Gebäude rumbauen. Genau. Ach Mist, jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte mir die Papiermaschine nochmal angucken. Eieiei, da müssen wir jetzt erstmal hier oben das Dach drauf zimmern. Hier oben das Dach drauf zimmern. Hier ist ja die Bahnstrecke. Oh, hier sind Monstrositäten. So. Und fort mit euch, muss man was essen. So, müssen auch mal Erdarbeiten gemacht werden. Kurz meinen Zettel nehmen. Wo ist denn Stift? Ich muss ja mal was aufschreiben. Ganz kurz. So. Das habe ich schon mal gemacht. So, jetzt geht's weiter. So, was können wir denn jetzt machen? Ich kann schon mal das Zuckerrohr. Wir können ja mal zum Zuckerrohrfeld gehen. Krust haben wir hier. So, so, so. Stöcke. Wir gehen mal zum Zuckerrohrfeld. Wir gehen mal oben lang. Wir gehen mal oben rum. Ja, was hat sich getan in den letzten Tagen? Ich habe wieder Skylines zum Laufen gebracht. Da bin ich sehr, sehr fröhlich. Du könnt da ruhig mal reinschauen. Wunderschön, unsere Stadt. Die hat aber leider keinen Namen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn da mal was in die Kommentare kommt. Ah, wir können ja da weiter hinten weiterbauen an unserer Großbaustelle. Und hier müssen wir auch noch die Platten auf Weghöhe versetzen.
Da muss hier noch der Hafen gebaut werden. Oh, das ist auch noch was ganz Großes. Upsala. Genau, hier geht es nämlich zum Gewerbegebiet Nord 1. So, und da geht es nämlich hier lang. Nord 1. Doch, alles ausgeschüttet mit Straßen. Dragenwetterstraße ist das. Was steht hier? Achso. 2 und 3. Ja, können wir hier mal ein bisschen Zucker fahren. Warum ist ja alles auf 100, fragt ihr euch wahrscheinlich. Ich habe ja gerade ein Projekt am Laufen, Adventure Map, und da spiele ich auf der Version 1.5.2. von Minecraft, weil es eine etwas ältere Map ist. Aber die lässt sich ganz gut spielen. Und da habe ich, wo ich wieder zurückgewechselt bin, feststellen müssen, dass alle Einstellungen auf Standard zurückgesetzt waren. Das heißt, dass die wollte kurz mal was testen. Wo ist denn die Fackel? Haben wir die nicht aufgesammelt? Ja. Wollte gerade sagen. So. Ruckelt ein bisschen. Das liegt aber an was ganz Bestimmten, denn der Community-Server wird auch nochmal ein Intro-Video drüber geben. Es könnte passieren, dass er aus ist in den nächsten Tagen. Deswegen tue ich jetzt auch ein bisschen vorproduzieren. Die Welt ist nämlich jetzt schon so groß geworden, dass es fast 30 Stunden dauert, um sie runterzuladen. Zugesagen werde ich, wenn ich dieses Let's Play hier, also diese Aufnahmesession, beendet habe, mir eine Kopie machen von dieser Karte, indem ich mir sie auf meinen Rechner ziehe. Weil es gerade etwas schwierig ist, der Netzwerk-Owner, der gerade ein paar gesundheitliche Probleme und der konnte jetzt schon ein paar Rechnungen nicht bezahlen. Da sitzen wir jetzt schon gut 10 Minuten dran an diesem Zuckerrohr. Ich glaube, wir haben ja drinnen noch ganz viel. Oh ne, da ist noch Schmied. Okay, Antriebsschienen, Redstone. Rahmen. Gibt's ja auch noch. Ja, hier ist Zuckerrohr. Oh ja. Da ist schon was voll. Da ist schon was voll. Wir müssen dieses Zuckerrohr auch bald mal nach drüben verlagern. Guck mal, hier wächst es schon wieder. Weil, guck mal, hier hinten ist zum Beispiel noch nichts. Das ist noch nichts und hier ist auch noch nichts angebaut. Hier innen drin, oder? Das schwimmt ein Hühnchen. Aber wenn ich hier langläuft, da denkt man, hier ist alles angebaut, ne? Noch so ein bisschen kann man da schon durchschauen.
Maus, lass mich nicht in den Stich. Nee, die lässt mich gerade in den Stich. So, Batteriewechsel. Glück habe ich hier gleich welche am Mann. Upsala. Gerade ein bisschen laut. Perfekt. 3 von 3 Balken. Oh, perfekt. So, die alten Batterien, die tue ich mal hier rüber. Muss ich auch gleich mit Edding draufschreiben, dass die alle sind. Mit einem großen A. Oder mit einem X. Alle. So, nehme ich jetzt einfach mal von hier unten raus, ne? Ah, gibt nicht mehr. Okay. So. Guck mal, die Sonne geht unter. Man kann das umstellen. Optionen, Steuerung. So. Aber hier muss doch irgendwo ein Bett sein. Ich hoffe, ich habe hier ein Bett drin stehen. Nein, ist eine Leiter nach oben? Auch nicht. Ah, Hilfe. Schnell abkürzen. Ich glaube, hier müsste irgendwo ein Bett drin stehen. Ah, schnell. Ist hier ein Bett drin? Nein, ist auch kein Bett drin. Was haben die sich denn hier gedacht bei der Stadtplanung? Das sollten alles mal Shops werden, ja? Ist aber auch kein Bett drin. Ja, auch nicht. Müssen wir mal schnell rennen. Na, das Bett sollte man immer auf Tasche haben. Aber so lernt ihr auch ein bisschen die Umgebung kennen. Dort hinten ist ein Monstrum und eine Spinne. Oh, überall. Und ein Creeper. Und ein Creeper. Also ich kann das gar nicht einsammeln hier. Ist hier noch was drin? Oh, hier ist noch ein Bett. Hier ist. Von da kommst du. Ja,
Dann sehen wir uns nächste Folge, meine lieben Freunde. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Season 5. Mit mir, den Cedric. Und diesen Hoppelhasen. Da. Salah. Kuckuck. Ciao, ciao.